Alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten. Dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt, betretet Ägypten. Betretet Ägypten, wenn Allah will, in Sicherheit. Und ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt. Und Muhammad, sein anbeten Diener und sein Gesandter ist Allah Segen und der Frieden sein auf ihm, auf seinem Gefährten, seinen Angehörigen und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Unser Thema von heute geht um ein sehr wichtiges Thema. Um eine der sechs Elemente der Grundlagen oder der Hauptgrundlagen im Islam. Ja, unser Thema geht um die Heimat. Die Heimatliebe ist unser Grundverständnis im Islam. Und hier ergibt sich eine Frage. Was bedeutet die Heimat? Was bedeutet die Heimat? Heimat ist ein Ort, eine Landschaft, in der man aufwächst. Also Farben, Gerüche und Klänge. Auch natürlich sind dies Menschen, die einem das Gefühl geben, dass er noch ein Mensch ist. Hier darf ich sein. Aus diesem Grund hegt der Mensch eine besondere Liebe zu dieser Erde, dessen Kultur und Geschichte sich dort formierte. Deshalb empfindet er Sehnsucht und Verlangen nach seiner Heimat, besonders wenn er von ihr entfernt ist. Heimat spielt eine große Rolle bei der Natur der Menschen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat für seine Heimat Mekka eine besondere Liebe empfunden. Er sagte, O Mekka bei Allah, du bist der beste und geliebteste Stadt. Wäre ich aus ihr vertrieben, hätte ich dich niemals verlassen. So war die Liebe der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam seiner Heimat gegenüber. Verehrter Muslime, die Heimat findet der Gläubige überall dort, wo er seinen Glauben praktizieren und seine religiöse Identität auch praktizieren kann oder bewahren kann. Solcher Heimat ist nicht an ein bestimmtes Gebet gebunden. Selbstverständlich soll der Mensch, besonders der Muslim, vertrauen sein. Soll er auch das Gute, das Beste geben. Hält sich von allem fern, was zur Verdammheit der Heimat oder zum Unheil führt. Er stiftet das Heil in seiner Gesellschaft. So ist der Muslim.
Verehrter Muslime, Heimat bedeutet die Ruhigkeit, bedeutet Frieden. So Heimat gilt im Islam als Allahs Gnade. Und der vernünftige Muslim soll auch wissen, wie er Allahs Gnade bewahren, bekommen, vermehren. Dies steht schon im Koran. Der Erhabene Allah sagte, wenn ihr dankbar seid, wenn ihr dankbar seid, werde ich euch die Günste mehr machen. Auch in einem anderen Koran-Vers. Und erzähl von dem Gunst deines Herrn. Ja, das ist auch eine Art, eine Weise für Vermehren. Die Allahs Gnade, dass man Allahs Gnade immer erwähnt, immer dankt, an Allah dafür dankt, seine Gnade zu erkennen. So ist der Muslim, der vernünftige Muslim. Auch in einer Sura, die Quraysh heißt, sagte der Erhabene, Und dafür, dass er die Quraysh zusammenbringt und dass er die zusammenbringt für die Reise des Winters und des Sommers, sollen sie dem Herrn dieses Hauses dienen, der ihnen die Speise gegen den Hunger gibt und die Sicherheit gegen die Frühstück auch gewährt. Der Muslim soll wissen, dass die Heimat eine Gnade ist und er soll auch das bewahren und beschützen. Mit der Heimat kommt das Gute. Auch in einem anderen Vers sagte der Erhabene, haben wir ihnen nicht als Feststätte einen sicheren, heiligen Bezirk gegeben? Zu ihm die verschiedenartige Fürchte auch zusammengetragen werden, als Versorgung von Allah, aber die meisten von ihnen wissen nicht Bescheid. Das ist eine Gnade von Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns in einer anderen Überlieferung auch, er sagte, wer seinen Tag mit dem Gefühl sicher und gute Gesundheit empfängt und die Versorgung für seinen Tag zu besessen ist, als ob er die ganze Welt besitze. Auch eine andere Art und Weise zum Beschützen und Bewahren Allahs Gnade, und zwar nämlich die Heimat durch die Arbeit, die harte Arbeit mit der Aufrichtigkeit. Allah sagte im Koran, wirkt. Allah wird euer Tun sehen und sein Gesandter und die Gläubigen, dann werdet ihr zum Kenner, zum Bekenner
des Verborgen und des Offenbaren. Dann wird er euch kundtun, was ihr zu tun pfleget. Die Arbeit und besonders die gute Arbeit nährt den Menschen zu Allah. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: Allah mag es, wenn einer von euch etwas tut, der es perfektioniert. Und auch die anderen Taten, nicht nur bloß der Arbeit, sondern auch die Besiedlung der Heimat. Der Muslim soll auch seine Heimat mit den anderen Art, mit jeglichen Formen der Besiedlung machen. Landwirtschaft, Industrie und auch Handel. Allah sagte im Koran, im ehrwürdigen Buch Koran, er ist es, der euch der Erde gefügig gemacht hat. So schreitet auf ihrem Rücken und esst von dem, was er euch beschert. Zu ihm ist die Auferstehung. Ja, der nur für sich lebt, verdient er überhaupt kein Leben. Alles Lob gehört Allah. Allah Segen und Frieden seien auf ihm, seinen Gefährten und den Angehörigen. Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärte uns den Wert der Arbeit bei Allah. Er sagte in einer Überlieferung: Es ist für jemanden von euch besser, dass er sein Seil nimmt, auf dem Berg zieht und auf seinem Rücken Brennholz zum Verkaufen bringt. Somit ist es besser, dass Allah seine Ehre schützt. Als er Personen, deren Unterstützung fraglich ist, bittet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam lehrte uns auch etwas Wichtiges. Und zwar sagte er: Niemand verzeiht etwas Besseres, als er von seiner Hand Arbeit verdient hat. So war David, der Prophet Allahs David, verzieht von dem, was er durch seine Hand Arbeit verdient hat. So ist die Arbeit eine Eigenschaft, eine Tat vom Propheten, von allen Propheten. Deswegen sollen wir auch arbeiten und die Faulheit
Die Faulheit führt immer zu jeglichen bösen Taten. Die Arbeit ist ein Maßstab, wichtiger Maßstab für den Charakter der Menschen. Die Menschen in der Gesellschaft sollen auch immer untereinander lieben, Integrität, Geschlossenheit. Der starke Gläubige ist besser als die Schwache. Der starke Gläubige kann eine starke Heimat bilden. Nur der starke Gläubige. Und das ist ein Zweck und Ziel vom Islam, dass die Heimat stark ist. Deswegen sollen alle Mitglieder der Gesellschaft untereinander helfen und lieben, damit alle sie stark werden und somit die Heimat auch stark. Somit ist auch die Heimat stark. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Gläubigen in ihrem Mitleid, in ihrer Barmherzigkeit und in ihrer Zuneigung wie einem Körper, wenn ein Teil davon leidet, so reagiert der ganze Körper darauf mit Schlaflosigkeit und Fieber. So sind der Muslime. Alle lieben sich. Ich beende meine Predigt mit dem folgenden Bittgebet. O Allah, O Allah, O Allah, lass mich die guten Taten und den besten Charakter erlangen. Nur du kannst dies ermöglichen. O Allah, O Allah, nimm mich vor den bösen Taten und schlechtem Charakter in Schutz. Nur du bist dazu imstande. Amen.